Hallo zu einer heutigen Folge Camp News. Wir melden uns mal wieder aus dem Backstage-Bereich hinter der Bühne. Wie man sieht, heute besteht wirklich Chaos. Ich kann euch auch sagen, warum. Denn wir hatten ein paar materialaufwendige Programmpunkte. Und jetzt muss das Ganze wieder ein bisschen in Ordnung gebracht werden. Ein bisschen das Chaos lüften. Und ja, wir machen mal einen kleinen Schwenk. Anna und Lara sind da gerade schon gut dabei, da ein bisschen wieder zu sortieren. Und ich will aber auch gar nicht stören, ehrlich gesagt. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal raus. Tschüss. Ja, bin ich endlich raus aus dem Chaos. Aber die beiden, die werden das schon regeln. Ich schaue da nachher noch mal vorbei. Ich will euch ein bisschen mitnehmen, um auf den gestrigen Tag zu schauen. Gestern gab es nachmittags eine Zeit, wo die Gemeinden für sich ein Angebot organisiert haben. In Unna wurde Fluch der Karibik auf Großbildleinwand gezeigt, schön mit Popcorn und gemütlichen Sitzgelegenheiten. Unna Königsborn hat ein Chaosspiel hier über das Gelände veranstaltet, wo man verschiedene Zahlen suchen musste. Und Hemmer de Lünern hat Schlag das Team gespielt, die beliebte Alternative zu Schlag den Raab. Leider hat das Team verloren, die Konfis haben glorreich gesiegt, aber nun, so ist das im Leben. Manchmal gewinnen welche und manchmal verlieren die anderen. Abends gab es dann die fulminante Camp Party, Neon Night, wie sie bei uns heißt. Alle waren weiß gekleidet, aber ich möchte gar nicht viele Worte verlieren, schaut einfach mal rein. Und habe ich zu viel versprochen? Es war ein mega toller Abend. Alle waren aufgedreht, glücklich, voller Emotionen. Und mal gucken, was der heutige Tag da jetzt noch so bringen mag. Ich möchte euch kurz mal einmal mitnehmen, was man so als Leitung mit sich rumschleppt den ganzen Tag über. Ich habe hier zum Beispiel einmal mein Klemmbrett. Da stehen die ganzen wichtigen To-Dos drauf, die wir so abarbeiten über den Tag. Ohne das Klemmbrett bin ich auch hoffnungslos verloren. Deswegen gut, dass ich das habe. Dann habe ich hier so die wichtigsten Schlüssel mit dabei, vor allem mein Zimmerschlüssel. Aber auch von den verschiedenen Räumen und von dem Veranstaltungssaal. Dann habe ich einen Kugelschreiber dabei, weil ich natürlich auch manchmal was eintragen muss auf dem Klemmbrett. Das ist einfach nur meine Moderationskarte, weil ich kann mir den Text nicht auch noch merken, den ich hier in die Kamera sage. Was habe ich hier noch? Ah ja, noch ein Kugelschreiber, falls der eine nicht funktioniert oder man vielleicht noch mal einen abgeben muss. Mein Handy habe ich auch noch dabei, weil manche Leute mich auch noch mal erreichen müssen. Deswegen ist das auch gut, auch für Social Media. Aber ihr kennt die Cam News, ihr folgt uns sowieso schon. Und mein Funkgerät. Und da wollen wir jetzt mal gucken, ob der JJ sein Funkgerät auch dabei hat. JJ für Philipp. Hört? Ich habe gerade keine Zeit, frag Manuel. JJ, bitte, wir brauchen dich. Ich bin auf dem Weg. Dankeschön, JJ. Ja, wie gesagt, wir sind heute an unserem letzten Tag. Wir haben heute Nachmittag nochmal unseren Marktplatz angeboten mit den verschiedenen Stationen. Und dann kommen wir so langsam Richtung Ende des Camps. Heute Abend kommt der große Abschlussabend. Da gibt es nochmal einiges zu sehen. Wir haben auch noch so ein, zwei Sachen vorbereitet, wo die Konfis vielleicht noch nicht mitrechnen. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall morgen nochmal melden. Ich weiß noch nicht genau wann, weil morgen müssen wir auch die Zimmer
räumen und es wird alles ein bisschen hektisch, aber ich denke mal, wenn die Busse losfahren, kurz danach im Anschluss, melde ich mich und kann von dem tränenreichen Abschied berichten. Bis dahin, bleibt uns treu, macht's gut, tschüss.